Hallo, ich bin Sven-Sören Christoffersen. Willkommen zu Jagdfieber. Ja, wir sind mitten in den Katakomben der Max-Schmeling-Halle hier im Raum der Pressekonferenz, wo der Trainer Dago Sigurdsson gerade Rede und Antwort gestanden hat nach diesem Unentschieden gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Eine hochemotionale Partie, über die zu reden sein wird. Mit unserem ersten Gast in der ersten Sendung Jagdfieber, Sven-Sören Christoffersen, ist dabei. Und was die Mannschaftskollegen über ihn denken, das erfahren Sie jetzt. Sven-Sören Christoffersen, von allen nur Smöre genannt. Hammerwerfer aus dem Rückraum, Nationalspieler, Sympathieträger seit 2010, ein Fuchs. Mannschaftsspieler, Sportskanone, Smöre macht in allen Lebenslagen eine gute Figur. Das ist natürlich ein super Typ, also ich komme mit ihm gut klar. Wir machen auch relativ viel zusammen, würde ich sagen. Und lustige Sachen. Wir spielen nach dem Training viel mehr auf Basketball zusammen oder reden ein bisschen über Golf und ja, also mit dem kommt man schon gut klar. Ein Fuchs, mit dem man gut klarkommt und der noch viel vorhat. Herzlich willkommen in der Premierenausgabe von Jagdfieber, Sven-Sören Christoffersen. Ja, warme Worte also von den Talentfüchsen für Sven-Sören Christoffersen. Ist das so, zumindest so ein kleines Tröpfchen Balsam auf die Seele nach so einer hochemotionalen Partie? Dass wir uns innerhalb der Gruppe, der Truppe gut verstehen, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und das ist jetzt auch nach so einem Spiel nicht anders. Ganz ehrlich, gerade helfen tut das nicht so wirklich. Es fühlt sich halt absolut wie ein verlorener Punkt an. Und da ist natürlich noch so ein bisschen Frust in einem. Wie war denn die Stimmung jetzt in der Mannschaft? Ist viel geredet worden über diese letzte Szene? Nicht nur über die letzte Szene. Es sind so ein paar Szenen, wo man sich dann einfach ärgert. Und das gehört einfach in solchen Spielen auch zusammen. Letztendlich ist das Spiel unentschieden ausgegangen. Die letzte Szene ist natürlich dann immer die entscheidende. Aber man findet dann ja immer so ein bisschen was und fühlt sich ungerecht behandelt. Und ich glaube, das ist heute auch nicht ganz zu Unrecht. Unentschieden also die Partie zwischen den Füchsen Berlin und den Rhein-Neckar-Löwen. Und wir schauen mal rein in die Bilder aus diesem Spiel. Das Spitzenspiel zwischen den Füchsen Berlin und den Rhein-Neckar-Löwen ist ein Match, dessen ganze Dramaturgie letztlich auf dem Schlussakt liegt. Sekunden vor Schluss setzt Patrick Koretzki zum letzten Wurf an, steht bei dessen Vollendung aber wieder auf dem Boden. Ein Treffer, der somit eigentlich nicht hätte zählen dürfen. Und doch steht es nach 60 Minuten 21:21. Ich will dazu gar nicht sagen. Also ich habe jetzt nicht alle gut in die beste Sicht gehabt, aber ich will jetzt dazu auch nichts sagen. Also im Moment schwer, weil wir alle Chancen der Welt hatten, das Spiel für uns zu entscheiden. Und wir haben das Spiel im Endeffekt in der zweiten Hälfte verloren. Nach dem Unentschieden in Flensburg und einer guten Vorbereitung auf das Spitzenspiel unter der Woche beginnen die Füchse schnell und schnörkellos. Konstantin Igropulov, Jesper Nielsen, die Füchse zeigen gleich zu Beginn der Partie ihre Ambition in diesem Topspiel. Zwar misslingt diese Angriffsaktion über Konstantin Igropulo, doch der Tempo-Gegenstoßtreffer von Ex-Fuchs Alexander Pettersson blieb in den ersten 10 Minuten der einzige Treffer der Gäste. Die Hausherren gewinnen ihre Spielkontrolle auch über einen gut aufgelegten Bartolomé Jaschka und einer guten Leistung in der Deckung. Konstantin Igropulo auf den treffsicheren Frederik Petersen und im Anschluss daran erkämpft sich Bartolomé Jaschka das Spielgerät. Die Hausherren sind griffig und entschlossen. Mit weiterhin steigendem Selbstbewusstsein kam auch Jungfuchs Fabian Wiede zurück aus Flensburg. Sein Treffer zum 9:4, ein echter Hammer. Die Gäste treffen vor der Pause aus dem Rückraum, wie hier an die Schmied. Mit einer 13:10 Führung geht es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel pariert zunächst Silvio Heinevetter zweimal glänzend, doch die Rhein-Neckar-Löwen finden zurück ins Spiel. Nach 40 Minuten trifft Uwe Gensheimer zum 16:16. Die Partie bleibt in der Folgezeit ein Match auf des Messers Schneide, die auch von derart emotionalen Momenten wie dem 7-Meter-Duell Gensheimer gegen Stoche lebt. Doch obwohl die Füchse kurz vor Ende der Partie immer wieder in Führung gehen, endet die Partie letztlich unentschieden. Ja, wir haben
zwei verschiedene Seiten von uns gezeigt. In Flensburg lagen wir 5 Tore zurück und haben uns wieder zurückerkämpft und haben trotzdem, dass wir zurücklagen, immerhin eine Chance auf 2 Punkte gehabt. Und heute war es halt umgekehrt. Es bleibt eine Partie mit einem sehr bitteren Beigeschmack. Ja, diese letzte Szene also, die natürlich die Füchse-Gemüter beunruhigt. Silvio Heinevetter hat direkt nach der Partie gesagt, wir sind hier schon wieder um einen Punkt betrogen worden. Sehen Sie es ähnlich? Ja, zumindest die Situation ist kein Tor. Ich glaube, man kann dann 7 Meter geben. Es ist aber ganz klar abgestanden und es gibt halt ganz klare Regeln. In Flensburg war es der 7 Meter, den wir eben nicht kriegen. Und wenn man Abwehr durch den Kreis als Regel irgendwo im Regelbuch stehen hat, dann muss man es auch in der letzten Sekunde pfeifen. Und genauso kann ein Tor, was in der letzten Sekunde gegeben wird, wenn ein Spieler im Kreis steht, nicht zählen. Und wenn dann ein Foul im Spiel war, dann muss man unter Umständen auf 7 Meter entscheiden. Aber dann hat man wenigstens die Chance, noch den Sieg zu behalten durch unsere Torhüter und nicht eben so ein geschenktes Ding. Und deswegen fühlt man sich danach immer nicht ganz fair behandelt. Trotz allem sind die Füchse wirklich richtig gut in die Saison gestartet. Nehmen wir die Niederlage in Melsungen mal raus und natürlich diese beiden verlorenen Punkte gegen Flensburg und gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Es ist viel gesprochen worden im Sommer über den Umbruch bei den Füchsen, über eine junge Mannschaft. Sind Sie selber ein bisschen überrascht, wie gut ihr in die Saison gestartet seid? Gerade nach dem Spiel gegen Melsungen, weil die Qualifikationsspiele gegen Hamburg haben Kraft gekostet und in Melsungen war es wirklich ein rabenschwarzer Tag. Und dass wir uns danach so gut fangen, das ist nicht unbedingt so zu erwarten gewesen, aber natürlich wünschenswert. Und wir haben uns dann schnell stabilisiert und spielen schon einen sehr guten Ball. Und das ist natürlich wichtig in so einem Jahr, wo die Liga deutlich enger zusammengerückt ist, dass man da eben auch ganz klar frühzeitig die Punkte einsammelt. Man hat auch das Gefühl, es herrscht ein anderer Teamgeist als in der letzten Saison. Stimmt das? Naja, was heißt ein anderer Teamgeist? Also es war, glaube ich, nie so, dass das richtig schlechte Stimmung innerhalb des Teams war. Es war natürlich keine einfache Situation, wenn 5 oder 6 Spieler wissen, okay, sie gehen, 2, 3 von denen vielleicht auch, die gerne auch geblieben wären. Aber auch das haben wir als Mannschaft, glaube ich, sehr, sehr gut hinbekommen in der Rückrunde im letzten Jahr. Und die neuen Charaktere passen unheimlich gut rein, bringen sich auch mit ihrer Leistung ein. Und dann ist es natürlich auch einfacher im Umgang miteinander. Ihr seid auch umgezogen nach Hohenschönhausen. Es gibt jetzt die Füchse Town und die erste Amtshandlung des Kapitäns Ica Romero war erstmal eine Couch in die Kabine zu stellen, den Kühlschrank ordentlich aufzufüllen. Da steht jetzt ein Sandwichmaker. Ist auch das eine Sache, die so ein Team voranbringt, wenn man nach dem Training da einfach mal noch 30, 40 Minuten sitzt, ein Bier zusammen trinkt und ein bisschen runterkommt? 30 bis 40 Minuten kommen wir bei mir nicht hin. Also abschließend tun die Kabine dann meist Pavel oder ich. Gerne auch in Kombination. Es wird natürlich gemütlicher, man fühlt sich wohl. Aber neben dieser Gemütlichkeit und diesem Wohlfühleffekt stimmen halt auch die Rahmenbedingungen einfach. Wir haben eine gute Halle, wo jetzt noch ein bisschen besseres Licht rein muss, damit unsere Torhüter nicht immer sich beschweren, dass sie die Bälle nicht sehen. Wir haben einen Top-Kraftraum, wo es wirklich auch Spaß macht, im athletischen Bereich zu arbeiten. Wir können direkt vor der Halle auf der Tatanbahn laufen gehen, also es sind keine weiten Wege mehr insofern. Passt das alles und ist sehr konzentriert an einem Ort. Und es war ja auch eine Maßnahme, die natürlich in erster Linie den Nachwuchsspielern der Füchse Berlin dient, die jetzt kürzere Wege haben, mit den Profis zusammen trainieren können. Gibt es da auch wirklich so ein Miteinander? Also kommt da auch so ein B-Jugendlicher mal zum Beispiel zu Ihnen und sagt, Mensch, kannst du mir nicht in der einen oder anderen Situation auch mal einen Tipp geben, wie ich es besser machen kann? Also es ist sogar so gewesen, dass jetzt auch im Zuge meiner Verletzung ich natürlich irgendwann wieder mit dem Handball anfangen musste und in der Vorbereitung die Jungs teilweise aber auch turnieren waren. Dann habe ich eben auch mal bei der A-Jugend oder bei der zweiten Mannschaft mittrainiert. Das ist auch einfacher, wenn es trotzdem die gleiche Trainingshalle ist und man sowieso auch zu Reha-Zwecken den Kraftraum wunderbar nutzen kann. Und die Verbindungen sind einfach deutlich enger geworden. Die Jungs haben kurze Wege, sind vor uns in der Halle, sind nach uns in der Halle, gucken teilweise auch eine halbe, dreiviertel Stunde mal bei unserem Training zu. Wenn im Anschluss direkt ein Spiel ist, bleibt man vielleicht auch noch mal eine Halbzeit, wo man vielleicht sonst nicht direkt nur wegen des Spiels hingefahren wäre. Insofern rücken wir alle enger zusammen und ich glaube, das ist für das Gesamtprojekt und den Verein deutlich förderlich. Sie waren ja selber mal jung, selber mal Nachwuchsspieler. Denken Sie mal zurück an die Zeit. Hätte Ihnen das auch gefallen und geholfen, wirklich so eine enge Verbindung auch zum Profiteam zu haben? Also hat man dann für sich als Nachwuchsspieler auch eher das Gefühl, ja, dieses Ziel ist greifbar, irgendwann Profi-Handballer zu werden?
Das fängt hier ja auch schon an mit dem gemeinsamen Trainingslager, wo von der C-Jugend bis zur ersten Mannschaft alle Mannschaften an einem Ort, wenn auch meist nur aufgrund des Zeitplans für 3-4 Tage, alle gemeinsam ein Trainingslager abhalten und da auch positionsspezifisch trainiert werden kann. Das sind natürlich Dinge, die so nicht üblich sind. Und ja, man weiß als Spieler der ersten Mannschaft grundsätzlich auch, man kennt die Gesichter, man kennt die Jugendlichen, kann sie einordnen, kennt größtenteils die Namen sogar, jetzt auch dadurch bedingt, dass wir sogar einen gemeinsamen Physioraum haben, in dem sowohl die Jugendlichen, die zweite Mannschaft und wir als Erstligamannschaft behandelt werden. Insofern kommt man auch da ins Gespräch. Und das sind schon, da geht es ja auch nicht nur um Handball, da geht es ja auch um andere Dinge und das macht schon Spaß. Um welche Dinge? Das sind Interna, um die Probleme des Lebens, die rund um den Handball. Verstehe. Wir können uns jetzt alle selber denken, worum es geht. Umgezogen ist nicht nur die Trainingshalle, sondern natürlich auch ein großer Teil der Mannschaft, damit eben die Wege von Charlottenburg nach Hohenschönhausen zum Training nicht mehr zu weit sind. Sie sind ebenfalls umgezogen, gemeinsam mit Ihrer Freundin. Und die neue Umgebung von Sven, Sören und Christopher sind, die schauen wir uns jetzt mal an. Eine neue Umgebung ist im Kleinen auch ein neuer Anfang. Seit dem Sommer wohnt Smöre nun unweit der Storkower Straße. Die Distanz zwischen dem früheren Wohnort in Charlottenburg und der neuen Trainingsstätte Füchsetown in Hohenschönhausen war letzten Endes zu groß. Angekommen sind der Rückraumspieler und sein neues Team schon längst in Füchsetown. Alles unter einem Dach ist das Motto des neuen Trainingsdomizils. Und auch die neue wohnliche Umgebung wird mehr und mehr zur Heimat. Ach, so langsam geht's. Man findet sich so langsam zurecht. Man hat hier auch ein ruhiges Fleckchen gefunden. Das ist ganz schön, dass man in so einer Großstadt wohnen kann und trotzdem 3 Minuten aus der Haustür geht und hier so ein bisschen etwas ruhigeres Fleckchen hat. Inzwischen sind auch die meisten Umzugskartons dank meiner Frau ausgepackt. Insofern fühlt man sich schon angekommen in der neuen Wohnung. Geboren in Lübeck fand der 28-Jährige über die Profistation Lemgo, Hildesheim, Wilhelmshaven und Wetzlar den Weg nach Berlin. Christoffersen und die große Hauptstadt, eine Verbindung, die weit über das Spielfeld hinausgeht. Es ist einfach so vielseitig. Man hat im Prinzip alles vor der Haustür, man kann alles erleben. Wir sind ja auch sehr, sehr unterschiedliche Charaktere in der Mannschaft, verschiedene Interessensgruppen. Und da ist es einfach so, dass, glaube ich, jeder das findet, was er braucht, um sich wohlzufühlen. Und das beschreibt, glaube ich, dieses Miteinander in dieser Stadt auch. Man trifft auch so viele interessante, teilweise auch sehr, sehr lustige Leute, die man, glaube ich, so nicht unbedingt vorfindet in jeder Stadt. Und hier ist das halt sehr, sehr konzentriert. Es sind eben auch viele andere Kulturen, viele Touris. Insofern passiert hier einfach immer was und man kann sich halt die Sahnestücke raussuchen und gucken, dass man sich hier das Privatleben so angenehm wie möglich gestaltet. Die neue Umgebung bietet zum einen Möglichkeiten zur ruhigen Freizeitgestaltung, zum anderen sucht Smöre bei seinem Hobby aber auch die Herausforderung. Also bei mir ist es, also ich gehe dann auch vor die Tür, ja. Bei mir ist es dann aber das Hobby Golf und in der Kombination, dass mit Pavel Horak ein zweiter Golfverrückter jetzt auch in die Mannschaft gekommen ist, fahren wir an den freien Tagen in der Regel zu unserem Partner nach Stolpe und spielen da gerne ein paar Runden Golf, weil man kommt eben auch raus, man kommt an die frische Luft, aber hat eben auch noch immer so ein bisschen dieses sich messen, diesen Wettkampfcharakter und das passt dann einfach, glaube ich, im Ganzen ganz gut. Der Wettkampf ist ein fester Bestandteil im Leben von Sven-Sören Christoffersen. Langweilig wird es somit also nicht, denn auch in der neuen Umgebung gibt es noch viel zu entdecken. Also das Lieblingshobby von Sven-Sören Christoffersen wissen wir jetzt auch, Golf spielen mit Pavel Horak. Wer hat die Nase vorn? Ich. Und wenn Sie doch mal verlieren, wie sehr ärgern Sie sich? Ist gegen Pavel noch nicht passiert. Hat er Chancen, irgendwann zu gewinnen? Mit mir zusammen gegen andere, ja. Nein, also Spaß beiseite. Ich bin schon ein bisschen länger dabei als Pavel und das ist gerade im Golf immer so ein Vorteil. Wir haben aber sehr, sehr viel Spaß gemeinsam. Es geht auch nicht immer unbedingt nur gegeneinander. Es gibt auch Scramble, das heißt, man kann in Mannschaften zusammen spielen und wir spielen es häufig so, dass wir 2 gegen 2 spielen. Losen das auch gern mal aus und es gab neulich auch eine Situation, wo wir gegen 2 bessere Handicap-Spieler gespielt haben und die im Prinzip bei der Auslosung schon gefeiert haben, dass sie gewonnen haben. Und auf der 18. Bahn haben wir eben das Ding geholt und das war für uns der gefühlte Ryder Cup. Und das macht einfach Spaß und ist ein toller Ausgleich neben dem Handballsport.
Sie hatten wahrscheinlich im Sommer, leider muss man sagen, mehr Zeit zum Golfspielen, als Ihnen vielleicht lieb gewesen wäre oder vielleicht auch nicht, weil so eine Reha-Arbeit ist ja auch relativ anstrengend. Leider nicht, leider nicht. Also ich hätte gern mich ein bisschen erholt beim Golfspielen, aber durch die Knieoperation gab es keine Möglichkeit, mal 8-9 Kilometer über den Platz zu laufen. Das hat der Reha-Plan nicht hergegeben. Insofern war auch da Geduld gefragt, bis man da die erste Runde mal wieder drehen konnte, guten Gewissens. Wie geht's Ihnen denn jetzt? Ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg. Die letzten Wochen waren ein deutlicher Schritt nach vorne. Ich habe wieder etwas mehr Dynamik in meinem Spiel. Ich habe relativ schnell Anschluss in der Abwehr gefunden. Da fühle ich mich wohl und da verstehe ich auch das System. Im Angriff ist es einfach noch so, dass man teilweise einen Schritt zu früh, einen Schritt zu spät ist und sich Situationen vielleicht eher selber erarbeiten muss. Aber auch da sehe ich mich auf einem guten Weg. Bin natürlich heute auch ein bisschen frustriert, weil so 2-3 Entscheidungen gegen mich gefallen sind im Angriff. Da fehlt noch so ein bisschen das Quäntchen Glück. Hält man sich vielleicht wieder ein Stück zurück. Da gibt es sicherlich noch Nachholbedarf. Mit meinem Abwehrspiel bin ich schon wieder sehr, sehr zufrieden. Aber im Angriff kann ich noch wesentlich dominanter auftreten. Und ich denke, wenn ich noch so 2, 3, 4 Spiele absolviert habe, bin ich da auch wieder dran, denn ich habe jetzt den Vorteil der langen Trainingswochen. Das heißt, ich habe viele Handballeinheiten, wo ich mich auch mit den Jungs wieder einspielen kann. Das war vorher noch nicht so gegeben. Ich bin ja relativ kalt in die Saison gestartet und das ist dann auch nicht immer ganz einfach. Sind Sie jemand, der sich solche Fehlentscheidungen gegen Sie, die Sie gerade angesprochen haben in dieser Partie gegen die Rhein-Neckar-Löwen, der sich sowas sehr zu Herzen nimmt? Was heißt zu Herzen? Ich bin dann einfach unzufrieden und fühle mich zum Teil auch ungerecht behandelt, wie, glaube ich, die ganze Mannschaft, wenn die angesprochene Szene eben auch so stattfindet. Und wenn man gerade wieder auf dem Weg zurück ist und dann so, man hadert dann natürlich immer so ein bisschen. Und ich bin, was mein Handballspiel angeht, sehr, sehr perfektionistisch und habe da einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich selber. Es kommt sehr selten vor, dass ich so 100%ig zufrieden nach Hause gehe und heute ist das eben nicht der Fall. Wenn zusätzlich dann noch das Ergebnis nicht stimmt, hinterfragt man halt sich auch nochmal und guckt, wo hätte man vielleicht noch anders agieren können. Und da gibt es sicherlich heute 2, 3 Szenen und insofern bin ich da selbstkritisch genug, dass ich weiß, dass das so sicherlich noch steigerungsbedürftig ist. Der Fokus für Sie liegt natürlich im Moment erstmal darauf, in der Mannschaft der Füchse Berlin wieder bei 100% zu sein. Aber wie ist denn der Kontakt aktuell zum Nationaltrainer, zu Martin Heuberger? Der ist sehr gut, denn Martin hat mich auch während meines Reha-Prozesses das eine oder andere Mal angerufen, hat nach meinem Reha-Stand gefragt. Und wir haben uns vor dem letzten Lehrgang so verständigt, dass es mir mehr hilft, wenn ich hier bei den Füchsen noch weiter meine Reha-Arbeit und mein zusätzliches Training fortsetze. Und dass vielleicht 2 intensive Einheiten an einem Tag noch zu viel fürs Knie sind. Er hofft aber drauf, so ist unsere Verständigung jetzt auch, dass ich mich weiter wieder in den Kader reinspiele, um dann eben auch beim Supercup dabei sein zu können. Dann kommen wir zurück zu den Füchsen, die aktuell auf dem 3. Platz in der Tabelle stehen. 4 Minuspunkte sind es. Es gab die Niederlage gegen Melsung und es gab die 2 Unentschieden gegen Flensburg und eben gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Ist die Mannschaft schon reif für einen Titel? Und ich spreche jetzt gar nicht mal in erster Linie über die deutsche Meisterschaft. Es gibt ja auch noch 2 andere Titel in dieser Saison zu holen. Ja, ich würde mich mal freuen, das Final Four in Hamburg zu erreichen. Da haben wir, mal ausgenommen vom letzten Jahr, wo wir einfach in Lübeck nicht gut gespielt haben, sind wir immer auf den THW Kiel getroffen. Das kann gerne dieses Jahr auch so sein, aber vielleicht mal in Hamburg bei einem Halbfinale. Das wäre eine tolle Situation und ich glaube, wenn man erstmal beim Final Four ist, ist der Weg auch gar nicht mehr so weit. Das haben wir damals auch beim Champions League Final Four gesehen, wo wir ganz knapp mit einem Tor gegen Kiel im Halbfinale verloren haben. Und beim ERF-Pokal ist es sicherlich so, dass in den letzten Jahren immer deutsche Mannschaften gewonnen haben. Das heißt aber auch nicht automatisch, dass das Ding schon bei uns auf dem Schreibtisch steht. Das bedarf auch noch viel Arbeit, aber na klar, es ist eine Möglichkeit und die wollen wir mit 100% angehen. Und wenn wir was Zählbares für den Briefkopf mitnehmen könnten, wäre das natürlich klasse. Bob Hanning will das Finalturnier, das Final Four des ERF Cup nach Berlin holen. Eine Entscheidung, die Sie begrüßen würden? Ja, absolut. Also es wäre genial, wenn wir das erreichen und dann eben bei uns zu Hause im Fuchsbau spielen könnten. Ich glaube, das würde uns nochmal nach vorne tragen und könnte auch der entscheidende Vorteil dann sein. Also über den DAB-Pokal haben wir gesprochen, über den ERF Cup haben wir gesprochen.
Wie sehen die Chancen in der Liga aus oder was habt ihr euch vorgenommen? Die Saison ist noch jung, jetzt kommen die ganzen Phrasen, die man wieder reindrischt. Das ist natürlich auch immer blöd, man verfällt auch schnell rein. Es kommen ja auch immer die gleichen Fragen. Ja, das ist richtig und es ist letztendlich auch immer wieder eine Saison mit 34 Spielen. Es ist aber so, es sind 8 Spiele gespielt. Wir sind, glaube ich, ganz gut im Soll, aber da sind noch so viele schwierige Aufgaben, gerade wenn die schwierigen Auswärtsspiele kommen. Wir waren bisher in Anführungsstrichen nur in Flensburg. Insofern muss man einfach nochmal 10, 12, 14 Spiele machen, bis man wirklich eine ganz klare Standortbestimmung hat, wenn man vielleicht alle Vereine schon einmal durch hat. Wenn man auch guckt, wie die anderen Ergebnisse so aussehen. Im Moment ist es ja noch recht bunt bis auf den THW Kiel. Und dann kann man mal gucken, was möglich ist. Wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen, das ist ganz klar. Wir haben da auch nichts zu verschenken und wenn uns das häufig genug gelingt, dann kann man mal schauen, was am Ende drin ist. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen für alle drei Wettbewerbe. Dankeschön. Vielen Dank, Sven-Sören Christoffersen. Gerne. Unser erster Gast in unserer ersten Sendung Jagdfieber. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch zur zweiten Folge wieder dabei sind.